Jahr nach seinem ersten Besuch erneut nach Berlin gekommen ist. Und wir feiern im nächsten Jahr die 100. Jahrestag deutsch-afghanischer Freundschaft. Und das zeigt, dass unsere Beziehungen wirklich eine gute, lange Tradition haben. Und heute hatten wir die Gelegenheit, wieder intensiv über die Lage in Afghanistan zu sprechen, die Lage der Region zu sprechen und natürlich auch das Thema Flüchtlinge anzusprechen. Und wir haben noch einmal deutlich gemacht, gemeinsam, dass wir sehr viel Kraft und auch sehr viel Sympathie in unsere Beziehungen investiert haben und weiter investieren wollen. Deutsche Soldaten sind in Afghanistan, werden in den nächsten Jahren in Afghanistan sein. Und es haben auch deutsche Soldaten ihr Leben verloren in Afghanistan. Und gerade ihnen sind wir auch verpflichtet, die Entwicklung Afghanistans in eine gute Richtung zu bringen. Wir haben leider immer noch eine schwierige Sicherheitslage. Deshalb haben wir heute auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den politischen Prozess der Gespräche mit den Taliban, sobald sie dann sozusagen bereit sind, auch voranzutreiben. Der Präsident hat uns darüber informiert. Wir haben über die terroristischen Gefahren gesprochen, die leider auch in Afghanistan an der Tagesordnung sind, und über den gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus gesprochen, der inzwischen ja weite Regionen der Welt umspannt und hier auch über den notwendigen, Austausch von Informationen, von Entwicklungen, denn die Situation verändert sich beständig. Wir haben darüber berichtet von deutscher Seite, dass wir im Norden auch in Zukunft bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wir erhöhen jetzt erst einmal das Kontingent auch auf 180 Soldaten, aber wir haben schon mit all unseren Partnern auch im Norden gesprochen, mit den Verteidigungsministern, mit unsere Versprechen gehen eben über das Jahr 2016 auch hinaus. Wir haben über die Kooperation mit den verschiedenen Ressorts der Regierung der nationalen Einheit gesprochen. Es gibt enge Beziehungen, ich glaube gerade im wirtschaftlichen Bereich könnten diese Beziehungen noch intensiviert werden, aber gerade im Bereich der Entwicklungspolitik, der Entwicklungsminister war heute dabei, werden wir Beziehungen weiter intensivieren und auch auf die afghanischen Bedürfnisse ausrichten. Hier hat der Präsident uns auch noch einmal die Schwerpunkte genannt, natürlich die Berufsausbildung, aber auch